Vier Nationalparks in Europa. Eine Sendereihe. Folge 3, Triglav in Slowenien, Paradies der Alpinisten. Im Triglav Nationalpark genießen Kletterer Vortritt. Gefolgt von den Steinböcken, den Edelweißen, den Bauern und den Kühen. In Swissmade Reizwort Parkerweiterung. Die Julischen Alpen prägen den Triglav Nationalpark in Slowenien. Allen voran natürlich ihr höchster Gipfel, der 2864 Meter hohe Triglav, der Dreiköpfige. Es waren vornehmlich Alpinisten, die zu seiner Gründung beitrugen. In Slowenien ist Klettern seit jeher weit verbreitet. Und Bergsteiger genießen im Nationalpark weitgehende Freiheiten. Der Triglav selbst ist dank fixen Seilen leicht zu besteigen. Und für die Spezialisten gibt es im Kalkfels Kletterrouten aller Schwierigkeitsgrade. Es sind vor allem die landschaftlichen Reize, die den Triglav-Nationalpark auszeichnen. Klare Bergseen, schäumende Bäche und immer wieder die Berge, beleuchtet von mannigfachen Lichteffekten. Viele Bergpioniere, wie zum Beispiel Julius Kugi, der Dichter und Bezwinger des Jalowetz, oder die Erstbesteiger des Triglau-Gipfels im Jahre 1778 aus Bohin, sind in Denkmälern verewigt. Ein Netz von 35 bewirteten Hütten überzieht den Park und lockt jährlich 1,5 Millionen Besucher in die Bergwelt. Der Triglav-Nationalpark liegt in der nordwestlichen Ecke Sloweniens im Dreiländereck zu Italien und Österreich. Er ist fast 85.000 Hektaren groß, wobei rund 2/3 auf die Kernzone entfallen. Die Randzone umfasst vornehmlich den südöstlichen Teil des Parks. Die Straße über den Vršič-Pass zerschneidet ihn in 2 Teile und verbindet das zentrale Trenta-Tal, wo die Soča entspringt, mit dem Sava-Tal und der berühmten Skistation Kranjska Gora. Die Passfahrt allein ist schon ein Erlebnis. Die Natur hat bizarre Formen kreiert und zum Beispiel einen Frauenkopf in die Felsen gemalt. Erkannt? Diese bequeme Zufahrt mit den 50 säuberlich nummerierten Spitzkehren lockt die automobilen Touristenmassen an. Zur Freude der Wirte, zum Leidwesen der Naturschützer. Und Nationalparkdirektor Janez Bizsiak nimmt es mit einem lachenden und einem weinenden Auge zur Kenntnis. Einerseits sagen wir, der Nationalpark ist für die Leute, für die Besucher, besuchen sie und so weiter, so weiter. Andererseits sagen wir, ja, jetzt sind zu viele gekommen. Und das ist das Dilemma auch für uns. Was jetzt? Obwohl Trenta auch von Südwesten her erreichbar ist, benutzen doch die meisten die Passstraße, um das modern und funktional eingerichtete Besucherzentrum zu erreichen. Das enge Trenta-Tal ist sozusagen das Herz des Nationalparks, die Soča seine Lebensader. Und die Bewohner sind stolz, hierher zu gehören. Gleich neben der kleinen, 1690 erbauten ehemaligen Bergmannskirche Sveta Maria treffen sich regelmäßig rund 1 Dutzend Einheimische, um unter der Leitung des Musikprofessors Danisch Gerr in seiner guten Stube alte Volkslieder zu singen. Sehr
Dass sich der renommierte Musikwissenschaftler Danish Kerl, obwohl nicht hier geboren, im engen Trentertal niedergelassen hat, danken ihm die knorrigen Bergler mit Einsatzfreude und Begeisterung. Und er ist sich nicht so schade, ihnen seine Professionalität zu leihen. Ich spreche mit Leuten so ganz direkt und ohne Probleme. Und sie singen gerne, sie lernen gerne und alles. Und das ist viel mehr, als wenn man spricht, ich weiß nicht, in Ljubljana oder wo ich spreche. Das ist gut. Man muss, das ist meine Profession. Aber so, das ist viel gemütlicher und interessanter von einer Seite. Die Legende von Zlatorog, dem weißen Gemsbock mit dem goldenen Gehörn, machte das Trentertal in ganz Europa bekannt. Das 1877 von Rudolf Baumbach in Deutsch verfasste Zlatorog-Gedicht erreichte mit 100.000 Exemplaren eine traumhafte Auflage. Ludwig Komatz befasst sich beruflich mit den Gemsen. Früher war er selbst Jäger. Seit der endgültigen Installation des Triglau-Nationalparks in der heutigen Form im Jahr 1981 ist er als Parkaufseher angestellt. Einmal im Monat ist Gemszählung, eine seiner liebsten Beschäftigungen. Aber Zlatorog persönlich ist er noch nie begegnet. Ja. Was soll ich sagen? Zlatorog. Es ist halt eine Geschichte. Zlatorog, ja, to je pravljica. Dass Sloweniens bekannteste Legende einer Gemse gilt, ist kein Zufall. Die eleganten und scheuen Tiere sind hier immer heimisch gewesen und haben Jägern und Frevlern getrotzt. Ausgerottet war hingegen der Braunbär. Nun ist er im Begriff, in die Julischen Alpen zurückzukehren. Wie du, Hannissen? Ich habe zwar noch nie einen Bären gesehen, aber vielleicht sind wir uns dennoch schon begegnet. In der Nacht. Es war wohl einfach zu dunkel, um den Bären zu sehen. Einmal war er sicher bei mir zu Hause, denn er hat 10 meiner Schafe gerissen. Ludwig Komatz wohnt allein in einem Trenter Seitental an einem steilen Berghang. Das Wohnhaus ist von einem Erdbeben im Jahr 1998 beschädigt. Die kleine Werkstatt aber ist intakt. Ludwig Komatz kann mit wenigen Werkzeugen noch Dinge herstellen, wie sie vor 100 und mehr Jahren gemacht wurden. Zum Beispiel Glockenhalsbänder für Kleinvieh. Gefertigt aus einem einzigen Holzstück, ohne Leim und Nägel. Die kann er zwar nicht verkaufen, er braucht sie nur für seine eigenen Schafe und Ziegen. Aber es eilt ihm der Ruf voraus, goldene Hände zu haben. Angestellt ist er aber vom Nationalpark. Normalerweise überwachen und zählen wir das Wild. Im Juli und August dann die Touristen. Viele wissen gar nicht, dass sie sich in einem Nationalpark aufhalten. Und noch mehr kennen die Regeln nicht. Wir helfen ihnen dann und machen sie darauf aufmerksam. Wenn sie es aber partout nicht einsehen wollen, müssen wir halt etwas strenger durchgreifen. Die klassische Tour des Triglau-Nationalparks ist die Sieben-Seen-Wanderung. Am besten verteilt man sie auf 2 Tage mit einer Hüttenübernachtung. Denn im Anstieg sind mindestens 1500 Höhenmeter zu überwinden.
Aber allein die umwerfende Blumenpracht entschädigt für die Anstrengung. Ein letzter Blick zurück auf den Triglau-Gipfel. Dann ist der Ribarice-Pass erreicht. Hier oben auf gut 2000 Meter über Meer ist kaum mehr Vegetation vorhanden. Der Ribarice-Pass mit dem 2500 Meter hohen Kanyavets und das Tal der sieben Triglauseen standen am Anfang aller Bemühungen um einen Nationalpark. 1924 konnten Alpenverein und Naturschutzabteilung das Gebiet für 20 Jahre pachten. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Vertrag nicht mehr erneuert. Und erst 1961 schlug die zweite Geburtsstunde für den Park. Er umfasste immer noch das Seenplateau und war nur unwesentlich größer als sein Vorgänger. In einer dritten Phase entstand dann 1981 der Park in der heutigen Form. Und er blieb auch nach der Unabhängigkeit Sloweniens von Jugoslawien im Jahr 1990 bestehen. Joža Mihelič hat in jungen Jahren schwerste Kletterrouten im Triglau-Massiv eröffnet. Natascha Horvat ist Hobbyalpinistin. Zurzeit arbeitet sie als Lehrerin und studiert daneben Geografie. Joža Mihelič arbeitet im Stab des Nationalparks und ist verantwortlich für Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit. Daneben ist er passionierter Bergfotograf. Neben den bizarr ausgewaschenen Karstformationen fällt während der Seenwanderung immer wieder die Blumenpracht auf. Darunter endemische Raritäten, die nur hier vorkommen. Zum Beispiel das rote Kohlröschen. Der gelbe Enzian. Oder die Krainer Lilie. Die Doppelseen markieren die Halbzeit der Tour. Hier, inmitten lichter Lärchenwälder auf 1600 Metern, befindet sich die Triglau-Seenhütte. Eine der größten und schönsten des ganzen Nationalparks. Nur die Doppelseen hängen sichtbar zusammen. Doch alle sieben sind unterirdisch miteinander verbunden. Das klare Wasser fließt von einem zum anderen. Nach einem Abstieg über die nächste Geländestufe ändert sich der Charakter der Landschaft nochmals grundlegend. Man taucht ein in die dichten, dunklen Fichtenwälder, die zum letzten und siebten See führen, dem Schwarzen See. Und dann wartet da noch die Komarza, der Abstieg ins Tal. 650 oberschenkeltötende Höhenmeter über eine äußerst steile Bergflanke führen ins Becken von Bohin, wo der Wasserlauf der Triglauseen spektakulär zutage tritt. Am 50 Meter hohen Savica-Wasserfall. Zu diesem Naturschauspiel pilgern täglich Hunderte von Touristen. Zu Fuß sind es nur 20 Minuten vom Ende des Bohinsees. Dieser gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen der Slowenen. Jede Schulklasse macht mindestens einmal eine Reise hierher. Nicht weit entfernt liegt auch die Luftseilbahn, die Touristen zum Skigebiet Vogel transportiert. Der Privatverkehr entlang dem Bohinsee ist eines der Probleme, das Parkdirektor Bižijak nächstens anpacken will. Wir sind nicht einverstanden, dass die Leute wie lang oder wie hoch, wie weit möglich ist mit dem Auto, sondern zu Fuß. Natur erleben oder einen Nationalpark erleben, das bedeutet für uns, für mich persönlich, erleben zu Fuß, mit Augen, Füßen, Händen und mit Herz. Das gleiche Problem stellt sich im Vratatal, wo der doppelte Peritschnik-Wasserfall die Touristen anlockt. Der Tourismus ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Region.
Und alle, die davon abhängen, wehren sich gegen Beschränkungen. Die rund 30.000 Hektar große Umgebungszone des Triglau-Nationalparks gehört zur Kategorie 5, wo nur wenig Einschränkungen gelten. Die Socha zum Beispiel darf ab Drenta mit Kanus befahren werden. Und das macht im smaragdgrünen Wasser doppelt Spaß. Das größte zusammenhängende Gebiet der Umgebungszone befindet sich auf der Pokljuka. Geschützt sind hier nur die Hochmoore und eine Schlucht. Sonst aber ist fast jede Nutzung erlaubt. Das Sporthotel mitten im Wald beherbergt im Winter Skitouristen und Langläufer. An günstigen Standorten laden Restaurants zum Spielen und Verweilen ein. Und die Bauern beginnen, sich mit fremden Zimmern ein Zubrot zu verdienen. Für Direktor Bijiak ist die Umgebungszone dennoch ein wichtiger Faktor im Gesamtkonzept Nationalpark. Besonders in den Alpen, dort mischen sich verschiedene Interessen, auch geschichtlich gegründete Interessen, zum Beispiel Almwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und so weiter, Tourismus jetzt in neuer Zeit. Und deswegen brauchen wir eine sogenannte Randzone oder Übergangszone, um diese Kernzone besser zu schützen oder zu bewahren. Und noch etwas ist wichtig, dass die Leute, die in der Randzone leben und wohnen, das sind die Bergbauern und so, anderen, identifizieren sie sich mit dem Park. Das ist noch nicht erreichbar bei uns, ich muss sagen, aber ist besser mit jüngerer Generation. Einer von rund 2800 Leuten, die in der Umgebungszone des Nationalparks leben, ist Bauer Anton Stular. Seit 40 Jahren bewirtschaftet er diesen Hof, der seit 20 Jahren Bestandteil des Nationalparks ist. Für ihn hat sich seit der Eingliederung aber nicht viel geändert. So gleich wie früher. Ja, ist gleich wie früher. Ich habe keine Probleme. Nur wenn wollen etwas bauen, muss ein Zettel mehr haben. Das Leben als Bauer im Radovnatal ist hart. Das Klima erlaubt kaum Alternativen zu etwas Vieh- und Forstwirtschaft. Und die Erträge sind extrem wetterabhängig. Dieser Tal ist so ein kaltes Tal. Oben ist ein kleiner Gletscher noch, in Triglau. Ja. Und aus oben kommt durch Tal in Nacht diese kalte Luft. Und hier ist nur Gras. Ja. Und so, wenn es gute Jahre, wenn es genug Wasser, dann ist dann Regen und dann ist ein bisschen noch zweiter Schnitt. Wenn es so wie diese Jahre, ein bisschen zu wenig Regen und so, dann hab nur einen Schnitt und dann hab zu wenig Futter für Vieh. Ja, so hab nur ein bisschen Kartoffel und Salat noch, ja. In Sichtweite von Anton Stular liegt der Potschar-Hof. Bis 1993 lebte darin die alte Frau Potschar, die sich dem Fortschritt gänzlich verweigert hatte. Wie sie gelebt hat, kann man anhand des Inventars nachvollziehen. Diese Frau leben noch so wie vor 100 Jahren. Keine Frigidaire, keine Television, kein Radio. Wenn wollen etwas kochen, muss noch in diese schwarze Küche Feuer machen. Ja. Wir sehen, dort ist noch alles aus Metall. Ist keine Porzellan. Ja, aber Frau ist content. Ja, ja. Ist zufrieden. Ja. Nur Problem ist mit Wasser. Ja, alte Leute wollen nicht sauber Wasser, ein bisschen zu wenig waschen. Ebenfalls zur Umgebungszone gehören weite Teile des Borhintales im Süden des Parkes. Die Meeresnähe und die erste Bergkette nach den Adria-Ebenen sorgen dafür, dass es in Borhin oft regnet. Deshalb sind hier die traditionellen Heutrocknungsgebäude, Heuböden genannt, besonders nötig.
Eine der schönsten und am besten erhaltenen Anlagen mit Heuböden befindet sich in Studo. Um eine naturnahe Landwirtschaft unter Mitsprache der Bevölkerung bemüht sich eine Agronomin im Dienste des Nationalparks, Maria Markesch. Für Bauern gibt es eigentlich im Nationalpark keine Beschränkungen. Es gibt eigentlich nur ein Programm, welches möchten wir verfolgen, mit Mitstimmung natürlich von Bauern. Das heißt, wir möchten Bauern nicht zwingen, was die nicht wollen. Und was wir sehr oft auch betonen, und es ist einfach so, das wichtigste Naturschützer sind eigentlich Bauern, weil eigentlich fruchtbare Boden und klares Wasser und so weiter, das ist ja das wichtigste Teil von Bauernleben. Und Bauern waren eigentlich in den letzten, sagen wir jetzt 40 Jahren, vielleicht oft durch staatliche Politik gezwungen, was gegen die Natur zu tun. Wir versuchen jetzt Bauern zu zeigen, dass zum Beispiel biologische Landwirtschaft eine Entwicklungsmöglichkeit ist. Und die sagen uns sehr oft, aber das ist das, was unsere Eltern eigentlich gemacht haben vor 40 oder 50 Jahren. Das ist ja nichts Neues. Je höher man steigt, desto archaischer werden die landwirtschaftlichen Nutzungsarten. Planwirtschaftliche Spuren sind in den Bergregionen Sloweniens kaum zu entdecken. Das heißt aber nicht, dass die Bauern naturnahe Nutzung nun gleich als Allheilmittel akzeptieren würden. Der Ertrag ist ohnehin bescheiden. Es ist immer so, das muss man schon gesagt werden, was Nationalpark sagt, das ist immer ein bisschen verdächtig. Das ist schon, glaube ich, überall in Europa so, und das ist auch richtig so. Ich finde, das Schönste bei Bauern ist, dass die nicht gleich alles glauben. Die müssen das zuerst ein bisschen überdenken, und dann, wenn sie Ideen gut finden, sagen die das auch ganz offen und folgen dann auch diesen Ideen. Noch eine Stufe höher befinden sich dann die Alpweiden. Die meisten, wie zum Beispiel Velopolje, in der Kernzone des Nationalparks. Ihre Nutzung wird nicht nur erlaubt, sondern gefördert. Mindestens 2,5 Stunden marschiert man, um hierher zu gelangen. Mit dem Vieh natürlich noch länger. Dennoch wurde eine neue Alphütte erstellt und so eingerichtet, dass hier wieder Käse hergestellt werden kann. Wenn auch mit bescheidenen Mitteln. Franz Muckerwetz liebt es, Käse herzustellen. Die Nachfrage nach seinem Käse ist groß, aber er kommt kaum zum Käsen. Ich habe leider nur wenige Milchkühe. Die Touristen kaufen den ganzen Käse, den ich herstelle, sofort. Wenn ich 15, 20 Kühe hätte, könnte ich mehr produzieren. Aber die 60 bis 80 Liter Milch am Tag reichen nicht aus, um die Nachfrage zu decken. Dass auf den Alpen die meisten Hütten verfallen, liegt nicht am Nationalpark, sondern am Strukturwandel. Für einen neuen Stall fehlt das Geld. Deshalb wird im Untergeschoss der ehemaligen Kapelle gemolken. Und zu verdienen gibt es auch kaum etwas. Franz Muckerwetz hofft, sich sein Hobby noch einige Jahre bis zur Pensionierung leisten zu können. Ich mache es aus Spaß. Aus Spaß und Freude. Das muss man schon haben. Denn mit dem Verdienst ist es nicht weit her. Es bleibt kaum etwas zurück. Aber sonst bin ich ganz zufrieden. Sorazmerno ni velika.
Die Nordwand des Triglau ist das Symbol für slowenischen Alpinismus und sein Gipfel für Freiheit und Unabhängigkeit. Viele schwere Routen führen zum Gipfel des höchsten Berges und fast jeder Slowene hegt den Wunsch, ihn einmal zu besteigen. Vom Vratatal führt deshalb auch ein einfacher, an schwierigen Stellen gesicherter Weg durch die Nordwand und auf den Gipfel, der auch für Hobbykletterer begehbar ist. Begleiten wir zum Abschluss also wieder Joža Mihelič und Natascha Horvat auf ihrem Weg zum Triglau. Das milde Klima lässt selbst in der Nordwand eine üppige Flora sprießen. Alpenrosen, Vergissmeinnicht, Gänseblümchen, Veilchen, Arnika. Und wiederum eine besondere endemische Art. Die vorne geschlossene Zeus-Glockenblume. Die Steilheit des Anstiegswegs erlaubt großartige Tiefblicke. Und lange Zeit sieht man oben auch das Ziel der Tour. Den Triglau-Gipfel. Auch in der Nordwand ist im Sommer der Mensch nicht allein. Neben vielen Touristen trifft man gelegentlich auch auf Steinböcke und Steingeißen. Der einst ausgerottete Steinbock wurde auch in den Julischen Alpen mit Erfolg neu angesiedelt. Mit Tieren aus Graubünden übrigens. Und er hat sich an den Touristenrummel gewöhnt. Nach einem Aufstieg von 6 Stunden erreichen Joža und Natascha ihr erstes Ziel. Die höchstgelegene Hütte des Massivs auf 2515 Metern über Meer. Triglavski Dom auf Kredarica. Das ist eines der traditionsreichsten Berghäuser. Es besitzt neben einer Windkraftanlage eine eigene Kapelle und, natürlich, eine ganzjährig betriebene Wetterstation. Denn das Wetter und die Berge sind in Slowenien ein Dauerthema. Wir Slowenen sind ein Bergvolk. 40% von Slowenien liegt in den Alpen. Dafür lieben wir alle unsere Berge. Der Triglau ist der letzte hohe Berg der Alpen Richtung Süden. Er schließt die Alpenkette ab. Das gibt ihm seine besondere, große Bedeutung. Dem Gewitter folgt oft ein strahlender Morgen. Ideales Wetter also für den großen Sturm auf den Berg aller Berge, den Triglau. Für mich wäre es vielleicht besser, dass Triglau nicht so populär wäre, aber es gibt auch andere Leute, es ist sehr populär, auf den Triglau zu gehen. Und einige möchten das machen, nur deswegen, weil das der höchste Berg ist. Aber für mich wäre es besser, dass nicht so viele Leute auf den Triglau wären. Mit den vielen Eisen und Drahtseilen haben wir den Berg erniedrigt. Aber es ist eine Zeiterscheinung. Man kann nichts dagegen tun. Und so schicken sich Joža und Natascha in ihr Schicksal, den heiligen Triglau mit vielen anderen teilen zu müssen. In der Freizeit gehen die Slowenen halt in die Berge.
Und der Triglau ist das Symbol unseres Volkes, unser Heiligtum. Früher war er ein unerreichbarer Gott. Jetzt weilt er zu unserer Erbauung unter uns und muss halt viele auf seinen Schultern dulden. Sie sahen Triglau, Paradies für Alpinisten. Die Kassetten der Sendereihe Nationalpark sind erhältlich bei NZZ Format, Postfach 8021 Zürich oder per Fax 01 262 38 14 oder über Internet. Gleich anschließend in Swissmade, Reizwort Parkerweiterung. Der Schweizerische Nationalpark ist am 1. August 2000 erstmals seit 40 Jahren vergrößert worden. Die Gemeinde La Vigne hat 36 Hektar Land auf der Seenplatte von Macun an den Nationalpark abgetreten. Gegen gutes Geld. Ein Freudentag also. Nicht nur für die Bergzwerge, sondern auch für den ehemaligen Gemeindepräsidenten Robert Giacometti. Ich bin stolz und glücklich, dass ich diesen Auftrag als Gemeindepräsident durchgeführt habe, weil das ist die Zukunft für das ganze Engadin. Und La Vigne ist immer positiv für die Erweiterung des Nationalparks eingestellt gewesen. Doch La Vigne steht einstweilen allein. In den anderen Gemeinden wächst der Widerstand gegen die Pläne, den Nationalpark weiter zu vergrößern und Umgebungszonen zu schaffen, wie sie in den meisten anderen Nationalparks Europas üblich sind. Das Tempo ist den Einheimischen zu forsch. Die sachlichen Argumente sind rar, die emotionalen umso häufiger. Man fürchtet um die Souveränität. Das ist ein Gebiet, das in seiner, dank seiner nachhaltigen Nutzung seit Jahrhunderten sehr gut erhalten ist, in seiner Natürlichkeit tipptopp. Da steht und durch die bestehenden Gesetze genügend geschützt ist. Und wir sind dagegen, dass diese bestehenden Gesetze durch ein Bundesgesetz überdüngt werden. Die Idee der Vergrößerung, der Erweiterung des Nationalparks ist an sich faszinierend. Wir müssen aber vorsichtig sein, dass wir bezüglich der Einschränkungen für die Gäste und für die einheimische Bevölkerung in der erweiterten Nationalparkzone nicht zu weit gehen, sodass die Gäste sich eingeschränkt fühlen und allenfalls die Gegend nicht mehr so gerne besuchen. Die Idee wurde nicht im Nationalparkhaus Zernetz geboren. Die rigoros geschützte Wildnis der Kernzone soll mit einem Gürtel aus Kulturland umgeben werden, ohne dessen Nutzung wesentlich einzuschränken. Wir waren zwar der erste Nationalpark in den Alpen, mittlerweile jetzt der zweitkleinste. Und da haben wir einen sehr großen Nachholbedarf. Und dieses Konzept der Nationalparkerweiterung und Nationalparkerneuerung, das ist eigentlich nicht eine wahnsinnige kreative Leistung, sondern es entspricht einfach dem, was man machen muss, um wirklich langfristig, vorbildlich diese Gegend erhalten zu können. Zum Beispiel Bufalora. Die Alpweiden am Ofenpass sollen auch in Zukunft genutzt werden, Touristen sich frei bewegen dürfen. Sogar die Jagd. In Graubünden eine heilige Kuh soll in der Umgebungszone nicht eingeschränkt werden. Es ist die Tatsache, dass Bufalora und Jufblaun eine Moorlandschaft von nationaler Bedeutung darstellen. Und das ist natürlich eine besondere Verpflichtung für den Naturschutz grundsätzlich, aber natürlich auch für den Schweizerischen Nationalpark. Und es wäre wunderschön, diese Moorlandschaft von nationaler Bedeutung in die Umgebungszone des Nationalparks integrieren zu können. Zweites Beispiel, Faura da Baldurun, ein Waldgebiet zwischen Souche und La Vigne. Das ist ein sehr naturgeprägtes Gebiet, um nicht zu sagen eine Wildnis. Und das eignet sich natürlich sehr gut für die Integration in den Nationalpark. Wir haben hier einen hohen Reichtum an Arten, an Strukturen generell. Und das war auch der Grund,
weshalb der Kanton hier ohnehin ohne Nationalpark ein Waldreservat ausweisen wollte. Und jetzt mit den Plänen der Erweiterung und Erneuerung des Nationalparks wäre es natürlich sinnvoll, hier dieses Waldreservat tatsächlich einzurichten und dann noch etwas großzügiger zu bemessen, als dies ursprünglich der Fall war. Doch bis dereinst auch die berühmte wildromantische Walsch-Tscharl zur Umgebungszone gehört, ist noch ein weiter Weg. Denn was die Gegner eint, sind nicht ihre Argumente, sondern ein breites Misstrauen. Im Gegensatz zu gewissen Befürwortern, welche der Meinung sind, das könne nur unter der Regie des Nationalparkmanagements stattfinden, bin ich persönlich der Meinung, dass die Gemeinden im Unterengadin die Verantwortung auch in Zukunft wahrnehmen können und auch werden, diese Landschaft so zu erhalten, wie sie ist. Die putzigen Ferienchalets in Stahl beweisen zwar das Gegenteil, aber Prinzip ist Prinzip. Die Parkerweiterung, ich sage, die Parkerweiterung ist nicht nötig. Und was nicht nötig ist, soll man nicht machen.